Moin, ihr Lieben. Heute mal aus der Februarkälte von draußen ein paar Gedanken zu euch zum Thema unerzogen. Bedeutet es nicht, dass man aussteigt, freilernt, die Kinder aus dem Kindergarten, aus der Schule nimmt und komplett, weiß ich nicht, vegan lebt oder was auch immer es für Assoziationen mit der Idee unerzogen gibt? Die kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist, unerzogen ist eine Haltung. Was heißt das? Das bedeutet, wir erkennen nicht, ob jemand auf Erziehung verzichtet oder nicht daran, ob er oder sie etwas tut oder lässt. Es gibt bestimmte Dinge, die sind wahrscheinlich relativ schwer mit unerzogen vereinbar. Zum Beispiel in Deutschland die Schulpflicht, die eben dazu führt, dass die Kinder zumindest theoretisch in die Schule gehen müssen. Auch da gibt es ja viele verschiedene Wege, damit umzugehen. Und oft ist die erste Assoziation, die erste Idee, wenn wir mit unerzogen zu tun haben, eben die, dass Flüchten in jeder Form oder irgendwelche anderen Dinge, die in Handlungen übersetzt werden können, mit unerzogen nicht vereinbar sind. Das ist nicht der Fall. Haltung bedeutet in dem Fall bewusste Entscheidungen treffen in Bezug auf die Gesamtfamilie, auf die Gesellschaft, in der wir leben, auf die Möglichkeiten, die wir haben, auf die Ressourcen, die wir haben und auf die Werte, die uns wichtig sind. Und es bedeutet insbesondere und ganz speziell, dass die Kinder und ihre Eigenarten und ihre Wünsche und Bedürfnisse eben genau so ins Gewicht fallen, wie die Wünsche, Bedürfnisse und Eigenarten und Ressourcen der Erwachsenen. Wenn du jetzt also gerade mit unerzogen zu tun bekommst und die ersten Schritte gehen möchtest und sagst, oh, das finde ich total cool, dann fang nicht bei der Handlung an. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Fang erstmal mit deiner Haltung an. Mit dem, wie lebe ich denn jetzt? Was ist mir wichtig? Wie kann ich liebevoll mit meinen Kindern umgehen? Wenn du feststellst, du hast irgendwas in deinem Leben, was irgendwie total schwierig zu vereinbaren ist, was dir nicht gut tut, was dir deine Kräfte nimmt und was dazu führt, dass du nicht deinen Werten gemäß handeln kannst, dann ändere das. Aber in kleinen Schritten. Ich mag in meiner eigenen Erfahrung, in meinem eigenen unerzogen sein werden, wie auch immer, ich halte das ja für einen Prozess, habe ich erlebt, dass es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, zunächst einmal Dinge umzusetzen, die ich noch nicht in der Tiefe verstanden habe. Ein gutes Beispiel, was mir momentan einfach ganz doll viel begegnet, ist der Umgang mit Medien. Es gibt sehr viele Menschen, die ohne Erziehung leben, die dann feststellen, es passt nicht zu meinen Werten, die Selbstbestimmung meines Kindes in Bezug auf das, was es tut oder nicht tut, so weit zu beschneiden, dass ich es zum Beispiel reguliere in Bezug auf Medien. Das heißt aber nicht andersrum, dass du jetzt dir sagst, oh, unerzogen, das erkennt man daran, dass mein Kind immer alles angucken darf, was es will. Handlung kommt nach Haltung. Erstmal ist die Frage Situation für Situation. Ist es jetzt okay für mich? Und wenn es nicht okay für mich ist, warum nicht? Was für Gedanken stehen bei mir dahinter? Was für Ängste habe ich? Der wichtigste Rat, den ich bekommen habe und den ich dir weitergeben möchte, ist, geh Schritt für Schritt. Sag ja immer dann, wenn du ja sagen kannst. Wenn du auf die innere Frage, ja, warum eigentlich nicht, keine wirkliche Antwort weißt oder nur eine Antwort, die nicht im Einklang mit deinen Werten steht. Aber schmeiß nicht alles über Bord, ja? Und zwar deswegen nicht, weil wir erstmal etwas brauchen, was diese Lücke füllt. Da, wo Erziehung stand, muss hier irgendwas hinkommen, ja? Sonst haben wir Haltlosigkeit. Und zwar sowohl bei dir als auch bei deinen Kindern. Das ist oft das Resultat. Ja?
Deswegen, wenn du unerzogen leben willst, ja, schick dein Kind weiter in den Kindergarten. Reguliere es weiter bei den Medien, nicht weil das irgendwie toll ist, ja, oder weil ich irgendwie sage, das ist wichtig, sondern weil ich sage, schau dir erstmal dein Leben an. Schau dir erstmal deine Werte an und verändere sie Stück für Stück. Es gibt kein Rezept. Die Verantwortung bleibt bei dir. Und wenn Erziehung wegfällt, muss die Verantwortung erstmal oft neu zu mir kommen. Ich muss erstmal neu lernen zu sagen, ah, okay, wenn ich das jetzt nicht mal so mache, weil Mann das so macht, warum tue ich es dann? Was sind meine Ängste? Nimm die ernst. Das ist mein Wunsch heute an dich und ja, eigentlich mein Tipp des Tages sozusagen, nochmal Schrittchen für Schrittchen zu gucken, an welcher Stelle sage ich Nein und warum? An welcher Stelle habe ich die Selbstbestimmungsrechte meines Kindes bisher nicht in dem Maße wahrgenommen, in dem ich sie jetzt wahrnehmen möchte? Und wie kann ich das Schrittchen für Schrittchen verändern? Ja. Und dabei mag ich dir empfehlen, die Beziehung zuerst zu stellen und zu sagen, wie kann ich unserer Beziehung Gutes tun? Der Beziehung tut es oft nicht gut, alles auf einmal ändern zu wollen. Ja? Es gibt kein Ziel. Es gibt keine irgendetwas, wo du hinrennen kannst und sagen kannst, oh, jetzt bin ich unerzogen. Jetzt, weiß ich nicht, erlaube ich meinem Kind alles, was nicht möglich ist. Oder jetzt mache ich das alles so, wie die ganzen anderen Unerzogenen, die ich kenne. Ja. Das ist nicht Selbstverantwortung. Selbstverantwortung bedeutet, deine Dämonen kennenzulernen, deine Ängste, deine Begrenzungen und die Schrittchen für Schrittchen anzuschauen. Und das ist auch ein Prozess der Selbstliebe und der Selbstwahrnehmung. Ja? Ich erlebe oft, dass Eltern, die dann sagen, ja, ich will jetzt unerzogen leben, aber ich bin ja noch gar nicht so, wie ich sein sollte, dann anfangen, sich selbst zu erziehen, sich selbst zu zwingen, den Kindern irgendwelche Dinge zu erlauben, die sie innerlich noch gar nicht tragen können. Ja? Mein Impuls für heute aus der Schweinekälte. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis dahin, tschüss. Come on.